Genau, liebe Nerdser Zuschauer und natürlich, wie immer, die geschätzten Nerdser Zuschauerinnen. Ja. Tja, wir starten heute fast pünktlich um 18 Uhr. Man mag es kaum glauben, auch Nerdser ist manchmal unpünktlich. Ach. Der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, alles klar, das ist Steffen, den kenne ich, aber wer ist eigentlich dieser nette, hübsche Mensch zu meiner Linken? Das ist der gute Julian. Julian, du ersetzt heute Dirk, weil Dirk verhindert ist. Und erzähl doch mal einen Schwung aus deiner Jugend, warum du dich qualifiziert fühlst, diesen Platz hier auszufüllen. Ja, erstmal schönen guten Abend, liebe Zuschauer und nach Marci auch die geehrten Zuschauerinnen. Ja, ganz besonders. Warum ich mich qualifiziert fühle hierfür? Ja. Ich glaube, ich bin einen guten Monat eher als der Dirk in euer Team gekommen. Bin also du hast, du hast also Vorrecht. Ja, eigentlich hätte ich Vorrecht. Ich weiß nicht, warum das nicht durchgesetzt wurde. Ich weiß es nicht. Nein, also ich hoffe, ich kann den Part hier gut ausfüllen. Das glaube ich doch ganz bestimmt. Ja, heute haben wir auch viel vor. Genau, wir sind wieder im Studio 2 von Kanal 21 und wir werden wieder ungefähr 80 bis 90 Minuten die Zeit mit euch verbringen. Aber zuerst verraten wir euch jetzt, was euch heute erwartet. Genau, wir haben nämlich wieder in der Games-Ecke ganz viel vorbereitet und auch das ein oder andere nette Gewinnspiel für euch. Oh. Außerdem möchte ich mit euch T-World spielen. Das Spiel ist kostenlos und relativ klein. Falls du es noch nicht runtergeladen hast, lieber Zuschauer, oh, ich bin so aufgeregt, immer noch, ey, die zweite Show schon. Dann lad das doch jetzt mal bitte schnell runter und spiel gleich mit mir eine Runde. Und der Steffen ist natürlich ich auch dabei. Sagen, ich spiele auch mit. Ja, also habt ihr auch eine Chance zu gewinnen. Ah. Genau. Außerdem blamieren wir uns heute. Nämlich machen wir Live-Gameplay zu Santa Rockstar. Das ist sowas ähnliches wie Guitar Hero. Genau, und das kann ich überhaupt nicht. Das ist quasi sogar fast das gleiche wie Guitar Hero. Deswegen haben wir auch schon diese wunderschöne Gitarre hier. Aber mit der geilen Weihnachts-Edition. Ja, die spielen wir. Genau. Weihnachtslieder. Außerdem haben wir den DJ Cool Viper, der wohl bescheuerste Nickname aller Zeiten. Ich weiß, du wirst es mir böse nehmen, aber ich sag's immer wieder. Der hat einen Blick reingeworfen in die aktuelle Standalone von DayZ. In die Alpha, wenn ich richtig informiert bin, und erzählt euch, ob das Teil was taugt oder auch nicht. Außerdem war's das von meiner Seite. Genau. Weiter geht's mit Filmen. Wir haben auch heute wieder eine Top 5 für euch. Und zwar die besten Weihnachtsfilme. Wir haben uns mal umgehört, ne, was die Leute so sagen. Und es gibt ja zu Weihnachten, man wird ja überschüttet. Wenn man das Fernsehen anmacht, überall wird man gegrüßt. So, oh, es ist Weihnachten, toll. Schön, da hat der Conan sich mal angeguckt, was da geil ist. Und genau, ihr könnt im Facebook da jetzt auch dran teilnehmen. Wie genau funktioniert das nochmal? Wir haben da einen netten... Ich kann das nicht mit diesem sozialen Netzwerk. Ja, das Internet auch, ne? Genau, wir haben da nämlich einen netten Post geschrieben auf unserer Facebook-Seite, nämlich facebook.com/yourgamingchannel. Und da wollen wir von euch wissen, was sind denn eure Top 5 Weihnachtsfilme? Wir haben uns da Gedanken gemacht und uns würde doch aber mal brennend interessieren, was ihr so bevorzugt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Natürlich. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Ja. Und natürlich verraten wir euch, was im Kino demnächst so kommt, was ihr euch angucken solltet. Aber heute im Entertainment-Bereich quasi, der Julian, was hast du richtig, was haben wir vorbereitet? Wir haben erstmal für die Zuschauer und Zuschauerinnen, um das nochmal wieder zu betonen, ein neues Format mitgebracht. Und zwar stellen wir euch vor Pro und Connor. Da hat der Connor was für euch zum Thema Weihnachten vorbereitet oder für uns auch hier im Studio. Dann wollen wir das Thema Weihnachten natürlich auch mit euch beleuchten. Und dann haben wir noch einen etwas kritischeren Beitrag vorbereitet, der Weihnachten ein bisschen von der anderen Seite beleuchten soll. Und ja, dann wollen wir euch natürlich noch zeigen, wie das Ganze denn ausgesehen hat beim Bürger Medienpreis, wo wir ja zwei Preise abgeräumt haben. Das habt ihr ja letzte Woche. So, Symbol eines Phallus einmal kurz in den Vordergrund heben, Steffen. In den Vordergrund heben? Ja, heb doch mal den. Also schreibt doch mal kurz in den Chat. Wir sind natürlich auch wieder hier in dem Chat dabei und sind interaktiv mit euch zur Sache. Was denkt ihr als erstes, wenn ihr das hier seht? Was, vielleicht kann ja mal kurz der gute Tim mal kurz rankommen. Was denkt ihr, wenn ihr das hier seht? Ist das ein Preis oder ist das ein... ach, der Preis. Ja, das ist ja mehr Witz, als geplant war. Ja. Steffen Preis. Das versteht nur niemand, der mit Nachnamen Preis. Das heißt mit Nachnamen Preis. Das ist unglaublich. Ja. Wir haben News bestimmt. Haben wir Post? Ja, gucken wir mal nach. Oh, das Fähnchen ist oben. Ihr habt aber noch eins vergessen, denn wenn ich mal kurz hier den Julian erweitern darf. Wir wollen von euch natürlich auch noch wissen, ne? Wie verbringt ihr Weihnachten? Was wünscht ihr euch? Was verschenkt ihr vielleicht? Aber das besprechen wir dann an später. Ort und Stelle. Ja, das machen wir später an Ort und Stelle. Aber ich wollte ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen. Ihr schon mal Gedanken richtig. Macht, was ihr preisgeben wollt und könnt. Preisgeben. Ja, aber so. Genau. Jetzt gucken, ist sogar was drin. Ja. Schauen wir mal nach. Oh, ich sehe, da ist auch was für mich dabei. Endlich also ist er hier gekommen. Ich habe den, ja hab den ja bestellt. Okay. Der, ich weiß nicht, nee, das dürfen wir nicht zeigen, sonst kriegen wir nachher Strikes auf YouTube und werden gesperrt für alle Zeiten. Warte, mach mal die Seite auf, ich halte einfach vor. Okay, warte, ich kann ja mal so.
Also okay. Wirklich. Ist das schön? Das hab ich mir gewünscht zu Weihnachten. Damit wir auch nächstes Jahr immer wissen, an welchem Tag Silvester kommt, ne, brauchen wir einen Kalender. Ja. Und hier ist er. Genau, aber wir müssen ihn schnell verstecken, sonst werden wir gebannt. Oha. So. Gut. Gut versteckt auch. Ja. Zu den News. Ja, hier haben wir einen Zettel doch. Verteil doch mal. Mensch. Julian. Ganz viele tolle News. Wir haben bekommen Zelda, Hyrule Warriors. Genau. Ich bin ja in der Welt von Nintendo nicht so zu Hause wie zum Beispiel Marcel, der seine halbe Kindheit darin verbracht hat. Oder vielleicht sogar die ganze. Ja. Ja, aber es ist ein Spin-Off. Also es geht nicht um Zelda direkt. Nee. Findest du gut? Findest du scheiße? Wie alle Zelda-Fans werde ich wahrscheinlich auch dieses Spiel verfluchen, wenn ich das erste Mal spiele. Denn alleine das Genre gefällt mir nicht so. Lieber Connor, sag doch mal kurz in der Regie, wie man das Genre überhaupt nennt. Man sieht jetzt auch gerade die Bilder, dass der gute Link gegen Massen kämpft, ich würde sagen, und die einfach niedermetzt. Das ist eher ein Beat'em-up oder sowas. Beat'em-up oder sowas. Hack'n Slayer auch, oder nicht? Das ist auch die offizielle Beschreibung, Beat'em-up oder sowas. Ja. Ich persönlich finde das nicht so geil, aber es gibt Leute, die sowas mögen. Julian, dein erster Eindruck? Ja, also ich bin ja quasi mit Zelda aufgewachsen. Die erste Konsole, die ich hatte, war ein N64. Und da gehörte Zelda natürlich auch dazu. Ja, natürlich, ja. Das ist auch Ocarina of Time, grandioses Spiel, nach richtig, wie vor. Korrekt. Und ich finde es durchaus cool. Ist auch geil, ne? Ich sehe das jetzt allerdings das erste Mal. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist der offizielle Trailer, da waren wir nicht dran schuld. Das ist so. Cool. Ja, und was aber schon angekündigt ist, ist, dass Nintendo auch an einem weiteren regulären Zelda arbeitet. Ja, natürlich. Das haben sie schon ganz lange angekündigt. Und es soll auch Großes auf uns zukommen, laut Pressemitteilung von Nintendo. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf, auf dieses Stück Merde. Und wenn wir gleich... Das gibt noch mehr Bedeutung, wenn ihr den späteren Verlauf der Sendung seht. Freue ich mich nicht so. Aber kommen wir mal weiter hier. Yoshi's New Island, wieder aus dem Hause Nintendo. Ich wollte gerade sagen, aber du hast mich vorweggenommen. Oh, tut mir leid. Dann wir bleiben bei Nintendo, genau. Und das hat ewig gedauert, dass wir Yoshi das letzte Mal gesehen haben, nicht 2006. Aber es ist ja immer, erst war Mario da und auf einmal kriegen alle eine Zusatzrolle. Warum? Ja. Apropos hier, ich habe gerade gedacht, nicht, dass der fackelt, aber die Kerzen brennen noch gar nicht. Können wir die mal anmachen? Ist der vierte Advent heute. Ja, für den 3DS finde ich an sich ganz toll, dass ein neuer Yoshi-Teil kommt. Yoshi's New Island heißt das gute Stück. Freue ich mich drauf. Auf das nächste Spiel freue ich mich weniger so drauf. Das ist Hearthstone, Heroes of Warcraft. Weiß nicht. Stop. Ist nicht so meins. Ja, es soll ein Trading-Card-Game werden. Ich meine, aua. Ich bin halt mit Magic aufgewachsen, was super war. Da gab es ja auch mal... Ja, wenn man es jetzt ein Spiel nennen muss, ein Computerspiel zu, was nicht so geil war. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Also ich habe ja auch kein Warcraft gespielt. Ich bin da etwas out of order, weil aus dem Hause Blizzard verfolge ich natürlich nur Diablo. Das nächste ist aber spannend. Titanfall. Julian, da kannst du auch ein bisschen was zu erzählen. Können wir gleich einmal auf den Trailer einspielen? Denn der Julian ist ja, Xbox One ist ja schon in deinen Händen zu Hause. Richtig. Und auch Titanfall ist auf deiner Abschussliste. Natürlich, so sieht's aus. Also der März wird ein teurer Monat. Da kann man eben auch mit Titanfall und auch Watch Dogs, aber wir reden jetzt über Titanfall. Ja. Und ja, da wurde ein neuer Titan vorgestellt. Sprich, ein neuer großer Roboter, den man im Spiel steuern kann. Also genau. Ich beschreibe das Ganze immer gerne so aus einem Strider Mix zwischen... Das? Genau, das ist der Strider. Und ich beschreibe das Spiel gerne aus einem Mix zwischen Halo und Transformers. Also du hast halt die Komponente, dass es ein Shooter ist, der in der Zukunft spielt. Und hast aber auch die Komponente, dass du Roboter steuern kannst. Und ich bin sehr gespannt. Ich konnte es auf der Gamescom dieses Jahr leider nicht spielen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den 13. März, denn dann kommt das Spiel raus. Und ich bin gespannt. Ist ja nicht mehr so lange. Nee, das stimmt. Ja. So viel zu den News, was so in der Welt passiert. Aber auch bei uns ist ein bisschen was passiert. Wir haben ja eben schon das Symbol des Phalluses leicht angeteasert. Jetzt die Auflösung, ob wir gewonnen haben oder nicht. Das seht ihr jetzt in der nächsten Matz. Es bleibt spannend, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Bürgermedienpreis 2013. Hallo zusammen, wir sind jetzt im Kolosseum Theater in Essen, wo der Bürgermedienpreis verliehen wird, denn wir sind nominiert für die beste Sendung. Und die besten Menschen im Fernsehen. Und nicht nur für die beste Sendung, sondern auch noch für den Publikumspreis, für den ihr ja abgestimmt habt. Also ihr, für uns. Schaffen wir das? Das Spannende ist ja vor allen Dingen, letztes Jahr waren wir auch schon hier und haben den zweiten Platz gemacht. Und dieses Jahr wollen wir das Teil auch mal endlich mit nach Hause nehmen. Ja. Und das ist der Matisse, der ist gerade reingeschnallt. Der ist hallo, ich auch mit dabei. Auch mit Bahnverspätung. Okay, die Bahn ist also angekommen und ob wir gewinnen werden, das seht ihr jetzt. 10 Jahre Bürgermedienpreis. Auch in diesem Jahr fand das Nerdstar-Team den Weg ins Kolosseum-Theater, um in den Kategorien Bürgergruppenformat und dem Publikumspreis die heiß begehrten Trophäen nach Hause nehmen zu können.
Natürlich sind sie nicht die einzigen dort. Auch viele andere haben sich für die Endrunde qualifiziert. Die Konkurrenz ist beachtlich. So beachtlich, dass Marcel des Öfteren verschwinden muss. Herr Mink, wie war denn der Toilettenbesuch? Schön, er war sehr angenehm. Also ich habe eine längere Sitzung gemacht. Aus diesem Grund konnte ich auch, hatte ich genug Zeit, mir die Kacheln anzuschauen und die Dekoration. Und es war ein angenehmes Feeling. Danach musste man halt schon schneller verschwinden, aus diversen Gründen. Also groß. Es war ein großes Erlebnis. Wir haben auch Großes vor heute Abend und hoffen, dass unsere Kategorie gleich endlich rankommt. Gesagt, getan. Jetzt wird der Jurypreis verliehen. Die Anspannung ist auf dem Höhepunkt. Alles online nochmal reinziehen, aber Platz Nummer 1 bei den Formaten aus den Bürgergruppen ist Nürzstraße. Ja! Und zum Schluss der Publikumspreis. Gewonnen haben... Zum einen... Nerdstar! Ja! Und Jenny goes overseas in Neuseeland! Bitte, beide zu uns! So geht der Bürgermedienpreis 2013 zu Ende. Das Team von Nerdstar gratuliert ebenfalls allen anderen Gewinnern an diesem Abend. Sie haben es sich verdient. Der Abend ist vorbei, der Abend ist gelaufen. Wir haben die Gelegenheit gehabt, zwei Preise mit nach Hause nehmen zu dürfen und wollen es noch einmal den Abend Revue passieren lassen. Steffen, dein Lieblingsbeitrag von der geschätzten Konkurrenz. Puh, da überfällt es mich jetzt. Matze, dein Lieblingsbeitrag? College Fighter 4, definitiv. Richtig ja. Geil. 80 Jahre Hommage an so College-Kämpfer und so. Richtig geil gemacht, richtig guter Trailer. Genau, das war ein Trailer zu einem fiktiven Film, zu einem fiktiven Spielfilm, den sie gemacht haben und fand ich auch grandios. Dirk? Ja, ey, ganz ehrlich, aber ich hätte hier nicht in der Jury sitzen wollen, weil also insgesamt so hohe Qualität an Beiträgen, schlimm, fast schon schlimm. Ja. War auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Umso glücklicher sind wir, dass wir den Preis mit nach Hause nehmen durften und freuen uns worauf? Aufs nächste Jahr, weil wir auf jeden Fall wieder teilnehmen werden und hoffen, dass wir wieder die Chance haben, was abzusahnen. In diesem Sinne, tschüss aus Essen von der Bürgermedienpreisverleihung und macht es gut. Bleibt sauber. Ciao! Woo! Alle im Anzug außer Marcel, ne? Das ist ja wieder typisch. Ja, ich kann das aber auch erklären. Ich habe mir den falschen Anzug in der Tat mitgenommen. Nämlich den von meinem Vater habe ich mir geliehen. Und es gab zwei Stück. Einer, der hat gepasst und einer war viel zu groß. Und natürlich habe ich den mitgenommen, der viel zu groß war. Und dann wurde mir geraten von unserem Mode-Genie Dirk, zieh doch lieber gar keins an. Und, sieht immer ein bisschen gut aus. Ja, ne? Ich war einfach dann lässig. Ne? Ja. So, der gute Julian, der dann noch auf dem Sofa sitzt, hat schon in den Chat geschrieben, wir wollen mit euch jetzt T-World spielen. Und zwar ist unser Server schon online. Einfach in der Suche Nerdstar eingeben und dann drauf joinen, es ist kein Passwort drauf, und dann einfach mal ein bisschen mit uns gerade spielen. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr mit dabei seid und hier dem Steffen vor allen Dingen primär mal richtig an auf die Mütze gebt. Ja, was kann man zum Spiel sagen? Es ist, man kann es mit 16 Leuten spielen, habe ich gelesen. Ja, auf unserem Server kann man mit 16 Leuten spielen. Nee, aber auch allgemein, ich glaube, das ist im Moment die höchste Zahl. Oh mein Gott! Oh, Sweeney! Und, oh, fuck! Oh. Steffen hat gesagt, nein, wir schaffen das, beide spielen und reden. Und ja, ja, ich war voll unter Attacke, genau. Es gibt, ich hab meinen schlauen Zettel auf dem Sofa liegen lassen. Es gibt Team-Death-Matches, habe ich gelesen. Oh, stirb, Screenie. Ich hab ihn! Nee, noch nicht. Aber es ist halt erstmal sehr einfach, würde ich sagen. Oh, fuck. Soll ich nach deinem schlauen Zettel suchen? Genau, mach mal. Genau, mach mal. Was ich ziemlich geil finde, man kann mit so einem dicken Hammer da draufhauen. Der macht doch zum Beispiel, wenn du da bist, kann ich mit dem dicken Hammer dir voll einen auf die Nuss geben. Und sterben. Ja. Ich spring in dir. Oh, danke schön.
Genau, hier ist ein schlauer Zettel. Oh, hast bis du das zu gesehen? 16 Spieler können zusammenspielen. Und ich habe gelesen, man kann eigene Maps bauen. Ich habe es vorhin nicht geschafft, noch nachzugucken. Marcel, hast du da schon was gesehen? Nee, ich habe den Editor noch nicht gesehen. Aber ich sehe, dass hier eine tolle Map ist, die natürlich toll ins Thema der Sendung passt. Denn natürlich ist das Thema Weihnachten. Das ist unsere letzte Sendung vor dem frohen Fest. Und aus diesem Grund ist heute alles ein bisschen in dem Thema, in dem Mantel der Weihnacht. Das Fest der Liebe und der Geschenke. Aber dazu auch später noch mal mehr, denn der Conner hat da nämlich seine ganz eigenen Vorstellungen, was Weihnachten ist und was es für die Gesellschaft bedeutet. Sag mal, hast du eigentlich... Oh, scheiße, meine Waffe ist leer. Oh, ach so, fuck! Die Double-Core haben wir vergessen. Ah, jetzt bin ich hier tot. Wir spielen natürlich, wie immer, 10 Minuten. Da wir jetzt schon ein bisschen spielen, mache ich auf 9. Ne? Hier. Ja. 9 Minuten. Spielspaß. Du, Marcel, ich glaube, mein Score ist gerade am höchsten. Du bist ja immer... Du bist auf Platz 2 manchmal. Aber gerade. Ah, verdammt. Besonders stark ist ja hier der... ich sehe schon, es sind ein paar von unserer netten Community dabei. Zum Beispiel der Drache 221. Den sehe ich öfters mal in den Kommentaren auf unserem YouTube-Kanal. Und apropos YouTube-Kanal, natürlich komm her, Marcel. Wird diese Sendung auch wie in der Sendung davor in einfach ein kleines Häppchen hochgeladen. Genau, jetzt wo ich gerade mal wieder tot bin. Genau, man kann es als Team Deathmatch und Capture the Flag spielen. Ja, aber viel mehr kann man zum Spiel eigentlich auch schon nicht sagen. Es ist halt. Die Community sagt hier Good Old Times. Das erinnert sehr, so an. Eben, sehr kurzweilig. Ja. Man kann jederzeit einfach anderen Leuten auf die Birne hauen. Was ich auch schon total geil finde. Genau, der Julian hat ja gerade gesagt, Steffen, dass die Community schreibt Good Old Times. Das ist besonders toll, weil dieses Spiel wurde schon damals immer natürlich bei uns, Redaktionen wie Giga zum Beispiel damals in der Live-Sendung gespielt und so weiter. Und es hat sich bewährt, dass das sogar noch bis heute hin seinen Rang hat. Ah, verdammt. Wie sieht's denn aus im Chat? Spielen sie alle mit oder sind da noch welche Zuschauer, die das Spiel zum Beispiel noch gar nicht kennen? Oder... Bisher hat da noch niemand Stellung zu bezogen. Ich habe erstmal nur gefragt, wie euer erster Eindruck ist. Und wie gesagt, der DJ Kuwata meint halt Good Old Times. Und der Bauerneintopf hat sich da dann direkt angeschlossen. Bauerneintopf? Richtig. Schöner Name. Oh, jetzt wollte ich dem Schinken auf den Kopf hauen. Der hat auf den Kopf gehauen. Habt ihr Schinken gesehen? Der hat sich an mir drangehangen. Das ist alles nicht so leicht für mich. Fang mit. Boah, der Schinken, der... Es gibt ja auch so Ninja-Item, das ist das einzige Item, was zeitbegrenzt ist. Die anderen sind alle irgendwie mit... Kommt schon, verdammt. Darf ich euch kurz unterbrechen? Ja, klar. Ja, natürlich. Der Geraphin findet den Server nicht. Einfach Nerds da eingeben. Unten links ist Schnellsuche. Und wenn du da Nerds da eingibst, dann solltest du eigentlich nerdster.de den Server finden. Und noch Platz auf jeden Fall. Komm, oh Mann, dieser McAfee, ey. McAfee, oder wie spricht man es aus? McAfee, das ist doch dieser Virenschutz, oder nicht? Ach, daher kommt sein Nickname? Aber das ist dieser Virenschutz, den du immer als Platz aufgebrummt bekommst. Auf jeden Fall ist sein Nickname auch so. Vielleicht ist er ein großer Fan von Virenschutz. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Nee, man muss sich schon schützen heute hier Tagen. Ja, Schutz ist Safety First. Man weiß ja nie, was... Boah, da ist er schon wieder, dieser... Boah, da ist gerade einer um mich rumgeschwungen. Wenn ich dich auf der Straße sehe, mein Freund, dann ist was los. Oh! Wo ist der Hammer? Da ist Marcel. Also, in der Regel ist es ja mal so, wenn ich Computer spiele, ist mein erstes Ziel, Marcel zu besiegen. Hat auch unser Server-Admin auch freundlicherweise als Startdisplay hingeschrieben, wenn man auf dem Server drauf ist, alle auf Marcel. Finde ich nicht so cool. Ich merke mir das. Es gibt eine Gehaltskürzung. Ha! Ja. Der wird jetzt zu Hause sitzen und sagen. Ich bin bestimmt der Beste. Ich drück mal nicht Tab, um das nachzuschauen. Ich vermute das einfach mal. Boah, geil, man kann immer die Decke hängen und schießen. Das macht ja voll Spaß. Guck mal, ich kann es viel mehr so wegballern. Hab ich ihn getötet oder hat er mich getötet? Boah, Schinken will mich jetzt mit dem Katana hier, mit diesem Laserschwert, was er auch gut schafft. Aber Marcel, übrigens, du hast 4 und ich hab 14. Death, was, oder was? Was ist dazu dein Kommentar? 14 Tode, meinst Score. Du? Nee, du hast falsch geguckt. Nee, anders kann ich mir das nicht erklären. Drück mal, Tab. Nee, lieber nicht. Vor allem, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Hast du das vorher schon mal gespielt?
Natürlich sind alle unsere Beiträge intensiv vorbereitet, Chef. Oh, dieser, da war er schon wieder. Der hat's voll auf mich abgesehen. Das ist Mobbing. Lügen bringen Schande. Schande. Tim, Tim. Ich krieg wahrscheinlich die rechte Kuppel. Da ist Steffen. Dieser pinke etwas. Und wo bist du jetzt? Gut. Ja, die pinke Power, ich sehe, wir haben den gleichen Tee genommen. Ja. Das spricht natürlich komisch, für guten Geschmack. Man kann sich einen aussuchen und natürlich sind Steffen und ich die einzigen Pinken auf dem Server. Oh, da ist aber jetzt ein Gemetzel. Massentumult. Ich will gerade sagen, das geht aber ganz schnell ab da bei euch, ne? Ja. Junge, ziemlich schnelles Spiel da. Da ist Marcel, ich werde Marcel einfach folgen und ihm auch die Sirene geben. Nimmst du nur den Klopper? Die Keule ist ganz gut. Also ich hätte auch gerne mal das Ninja-Schwert. Ich hätte gerade fast einen blöden Witz gemacht. Was denn? Auf Keule. Die Keule ist ganz gut. Nein, jetzt. Ah, oh, da hat jetzt Queenie das Schwert geschnappt und mich sofort gekillt. Mit dem Schwert? Ja, das ist jetzt schon wieder. Marcel, warst du gerade vorletzter oder sah das nur so aus von hinten? Das sah nur so aus. Das kann nämlich eigentlich gar nicht sein. Wie viele wissen, spiele ich das natürlich auch professionell, dieses Spiel. Und es kann überhaupt gar nicht sein, dass ich da so schlecht bin. Also Julian, du musst dich verguckt haben. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist auch, sei mal nicht so frech da hinten. Ja, sitzt genau. Sitzt da ganz entspannt auf dem Sofa, hat den Chat vor sich und meint jetzt hier Sprüche klopfen zu müssen, ne? Ja, ja. Auch du kriegst eine Gehaltskürzung. Da bist du, Marcel. Ah, jetzt ist schon tot. Ja, so schnell kann man mich gar nicht töten, wie ich sterbe. War das ein Paradoxon? Nein. Ah! Das ist halt so, mal gewinnt man. Mal gewinnt die anderen. Mal verliert man, mal gewinnt die anderen. Ja. So. Schon versaut. Ja, ne? Scheiße. Ey. Julian, du bist ja hier ganz frisch. Wie findest du denn das neue Studio? Super. Ja? Ja, schick eingerichtet. Gerade mit dem Weihnachtsbaum hier. Der ist ja dann... Auch liebevoll dekoriert ist der. Bitte? Der ist liebevoll dekoriert. Ja, finde ich nämlich auch. Mit R2-D2, ne? Das wurde sogar... Ja. Sorry, wenn ich dir gerade das Wort falle, aber das wurde sogar letzte Woche von der Community sogar gewürdigt, dass der so schön dekoriert ist. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Nur die Frage kam auf, warum R2-D2 nicht an der Spitze sitzt. Aber das ließe sich wahrscheinlich realisieren, wenn er ein bisschen schwer ist für die Spitze. Ja, und ich glaube, die Spitze ist gar nicht mehr so im Bild. Das ist natürlich auch ein Indikator dafür, da nicht so viel hinzufügen. Während ich mich durch die Gegend klopfe und sterbe, steht auf meinem schlauen Zettel noch, dass wir ein Spiel verloren. Ach jo. Ach jo. Das kann ich aber jetzt gerade nicht, weil ich die Liste auf dem Desktop habe. Das machen wir aber gleich. Deswegen bleibt auch hier dran und hört uns fleißig zu, denn es gibt natürlich wie immer was Tolles zu gewinnen. Letzte Woche haben wir Dead Space 3 verlost und einen glücklichen Gewinner gefunden und wir haben eine CD verlost. Und auch diese Woche gibt es natürlich wieder tolle, schöne Gewinne für alle netten Menschen da draußen, die natürlich, wie kann es anders sein, die hübschesten sind, denn sie sind Nerdster-Zuschauer. Ah, Marcel! Ich habe nämlich mal gelesen, das kommt gut an, sich bei den Zuschauern immer einzuschlagen. Marcel, ich habe dich gerade getötet. Ich stand da oben rechts in der Liste. Nee, das hast du... Oh, ich habe gerade 3 Stück getötet, oder war das Schinken? Oh, Sweeney, der... Ich will jetzt einmal das... Super, ach scheiße. Oh, ich hole auf, Herr Preis. Schau mal bitte in die Liste, und dann wirst du sehen, dass ich den Nacken sitze. Oha, da hat er ja tatsächlich mal die Wahrheit gesagt. Dann müssen wir mal den Hammer rausholen und erstmal Schinken auf die Doppel geben. Marci, weißt du, wie du aussiehst im Spiel? Im Spiel oder beim Spiel? Nee, im Spiel. Im Spiel selbst. Wie denn? Die Puffeluff. Puffeluff? Nee, Pummeluff. 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 Das ist ein gefährliches Halbwissen hier. Oder Puffeluff. Pummeluff natürlich. Puffeluff. Das ist die Weiterentwicklung, ne? Ja, richtig. Das Knuddeluff. Ja, aber von davon. Das ist dann wieder Puffeluff, weil alles, das Leben ist ein Kreis. Nein, jetzt wollte ich mir das Schwert nehmen, das Spiel jetzt mir vor der Nase weggeschnappt. Da ist Schinken. Der ist mit dem Hammer unbezwingbar. Oh nein! Ah. Es macht so Spaß! Aus, aus, das Spiel ist aus. Wollen wir mal... Ja, wir hören auf, damit ich noch vor Marcel das beende. Ah. Schinken ist der Beste. Wir können ja mal einmal die Highscore-Liste vorlesen. Das ist nämlich gar nicht so uninteressant. Der Schinki hat vollgerockt, ist ja auch im Clan Nerdstar. All das ist ein Indikator für absolute Professionalität. Auch hier in T-Worlds. Als zweites ist der MC Maffy. Der natürlich mich das ein oder andere Mal bezwingen konnte. Screenfun-Fan ist auf der 3. Steffen hat sich auf die 4 geschlichen. Hedda, DRL danke. Auf der 5. Und danach komme ich. Lohmann, Drache, Kitschkoschu und Optimus Prime. Optimus Prime. Geiler Typ. So. Ja, dann guck doch mal schnell nach, was wir verlosen. Ja,
damit ich den Leuten gleich verraten kann, was wir verlosen. Nebenbei spiele ich einfach noch mal ein Stückchen weiter. Mach das doch. Ihr könnt natürlich auch die ganze Zeit weiterspielen hier. Ne? Also der Server bleibt sicher noch nicht offen. Währenddessen verlose ich jemanden fleißig, denn ich habe das irgendwie versteckt. Oh, nein. Oh. So, was wollen wir denn mal verlosen? Ich habe hier eine Liste, natürlich darf die Regie jetzt nicht draufschalten, weil dann ist auf einmal alles weg. Was wollt ihr denn haben? Wollt ihr Brüter Legends haben? Brüter Legends. Ist doch ganz cool. Ist ein super geiles Spiel. Das ist ja hier nach Jack Black oder mit Jack Black. Ja, ja, genau. Sich durch, ja. Dinge. Durch eine Heavy-Metal-Welt quasi. Oder hier. Der Connor hat's gespielt. Ich hab's auch im Rechner, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Splinter Cell Blacklist, Deluxe Edition. Nein, ich glaube, wir verlosen Brüter Legends. Das ist ein tolles Spiel und passt auch in die weihnachtliche Stimmung. Total. So, liebe Leute, du hast eine Idee, was man machen muss, hast du mir erzählt. Genau, so, das ist nicht kompliziert, aber einmal kurz richtig zuhören, damit es keine Missverständnisse gibt. Also, ihr schreibt in den Chat eine Zahl von 1 bis 10, also eine mit Komma, in der ihr schätzt, wie lang ein Körperteil von Marcel ist. Ich werde die Antwort, ich brauche einen Stift, ich werde die Antwort hinten auf einen Zettel schreiben, damit hier keiner sagen kann, wir schummeln und so. Welches, also ist egal, welches Körperteil? Nein, es geht um ein bestimmtes Körperteil. Das werde ich auch noch auflösen. Ah, ach so, also ihr müsst jetzt schätzen, irgendein Körperteil und dann gibt es die Lösung zu dem richtigen Körperteil. Genau, also eine Zahl von 1 bis 10 mit Komma wird die sein. Wer am nächsten dran ist, der wird gewinnen und wenn eine Zahl zweimal genannt wird, was hoffentlich unwahrscheinlich ist, dann der Erste, der sie geschrieben hat. Weil wenn jetzt einer in den Chat schreibt, 1,111111 Periode und das schreiben jetzt alle, ja, dann ist es der zuerst geschrieben hat. Und Körperteil könnte ein Arm sein, könnte eine Hand sein. Wenn du einen sein, Arm hast, könnte... der maximal 10 cm lang ist, dann... Ach so, stimmt. Ah, da war ja was. Okay. Ja gut, das ist doch schön. Was Julian überwacht das Ganze im Chat und als nächstes haben wir einen Einspieler vorbereitet. Nämlich hat der gute Viper, der spielt DayZ Standalone und ist gerade live dabei und möchte euch einen Einblick geben, ob das Teil überhaupt sich lohnt. Viel Spaß mit Viper, wir schalten jetzt mal rüber. Einen wunderschönen guten Abend, werte Nerdstar-Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream-Chat und natürlich ein kräftiges Hallo an alle im Studio. Mein Name ist Tobias, für die mich nicht kennen, und heute werde ich euch wohl die am meisten gestellte Frage in den letzten Tagen klären. Lohnt sich überhaupt der Kauf von der DayZ Standalone? Bestimmt fragen sich jetzt einige von euch, warum gerade ich diese Frage für euch klären sollte, und ich kann euch versichern, ich spiele seit ca. 2 Jahren aktiv DayZ und kann euch heute Abend eine objektive und ehrliche Meinung zur DayZ Standalone geben. Ich habe die Alpha jetzt in den letzten Tagen sehr aktiv getestet, habe vieles gesehen und vieles erlebt auf Chernarus und muss euch ganz ehrlich sagen, lasst die Finger davon und wartet ab, denn der Preis von 23 Euro ist für derartige Umfangverhältnisse nicht gerechtfertigt, finde ich. Es gibt einfach nichts zu finden, es ist einfach zu wenig los. Und bis es soweit sein wird, wo ich sagen kann, okay, der Umfang ist so super, dass der Preis gerechtfertigt ist, wird es mindestens noch ein halbes Jahr vergehen, denn in den nächsten Monaten kommt erst die ersten, naja, sag ich mal, die ersten Features dazu, die ersten neuen Content-Sachen wie Fahrzeuge. Und ja, das ist schon eine Zeitspanne, wo ich sagen kann, okay, warte ich ab, lass ich sein. Wer das Spiel jetzt trotzdem kaufen will von euch und sagt, egal, ich habe 23 Euro übrig, der Preis ist für mich okay, ich hatte sehr viel Spaß mit der kostenlosen Variante gehabt, der kann das gerne tun, ist ja jedem sein Bier, was er kauft. Aber seid euch versichert, es wird eine Warnmeldung kommen, die aussagt, dass ihr das Spiel nur kaufen sollt, wenn ihr das Spiel aktiv unterstützen wollt, wenn ihr den Entwickler unter die Arme greifen wollt, wenn ihr Fehler sucht und die aktiv ins Forum einbindet oder wenn ihr neue Ideen einbringen wollt, dann könnt ihr das kaufen. Ansonsten lasst es sein, ihr werdet keinen Spaß haben. Ja, so steht das ungefähr da in Steam. Ich habe es jetzt ein bisschen übersetzt ins Deutsche, ein bisschen frei übersetzt. Und wenn schon so eine Warnmeldung bei Steam steht und der Entwickler selbst auf Twitter sagt, lass es sein, kauf es nicht, nur wenn du uns unterstützen willst mit Bug-Reporting oder Feature, die du einbringen willst, dann ist das schon eine ernstzunehmende Warnmeldung, finde ich, und sagt mir jetzt aus, okay, ich lasse es sein, ich warte ab und informiere mich ein anderes Mal, wie es denn im aktuellen Stand der Dinge aussieht. Natürlich ist nicht alles schlecht an der Alpha. Zum Beispiel habe ich in den letzten Tagen keinen einzigen kritischen Fehler gefunden, hatte nie einen Absturz vom Spiel und das sagt mir persönlich aus, dass das Spiel zurzeit sehr stabil läuft. Es gibt keine Abstürze, es gibt keine Bluescreens, es gibt keine Server-Crashs, alles läuft sehr flüssig und das ist für eine Alpha in derartigen Stadium schon sehr, sehr bemerkenswert, finde ich. Dazu gesellen sich Neuerungen, wie zum Beispiel das neue dynamische Inventarsystem, was per Drag-and-Drop funktioniert. Oder zum Beispiel, dass der Loot jetzt sich der Umwelt anpasst, heißt, wenn er jetzt in ein Haus reingeht, was jetzt zu 90% begehbar ist, also alle Häuser sind jetzt zu 90% begehbar, geht in so ein Haus rein, sucht nach Loot, werdet ihr natürlich auf dem ersten Blick nichts finden, denn
werdet das nicht mehr so wie in der kostenlosen Version auf dem Boden liegen finden, sondern ihr müsst wirklich aktiv danach suchen, müsst in Schränke schauen, in Schubladen, unter Betten, in Abstellkammern, auf dem Dachboden. Und es kann zum Beispiel sein, dass auch der Loot, wie zum Beispiel so ein Hemd, in der Schublade liegt, unterm Bett, vielleicht eher Schuhe oder eine Waffe. Oder zum Beispiel so Baked Bean, ja, also Bohnen. Findet zum Beispiel jetzt in offenen Kühlschränken, die so aufgerissen sind oder irgendwo in der Abstellkammer liegt auf so einem Regal oben drauf, ja. Und sowas macht schon mehr Spaß. Sowas, finde ich, ist eine tolle Neuerung, die sie eingebaut haben, dass man wirklich jetzt aktiv suchen muss. Man muss die Möbel durchsuchen und das macht schon sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Und das ist eine tolle Innovation, die sie da eingebaut haben. Zum Abschluss kann ich eigentlich nur noch sagen, dass jeder selbst überlegen sollte, ob er denn jetzt 23€ ausgeben soll. Klar, es ist viel Neues dazugekommen, aber es gibt nicht viel zu finden, weil es sind vielleicht eine Handvoll Dosen, eine Handvoll Waffen zu finden, zu bauen. Und jeder muss selber entscheiden, ob er das wirklich jetzt in diesem Stadium kaufen möchte. Klar, es macht Spaß, keine Frage, habe ich nie geleugnet. Aber das Geld ist halt eben so eine Frage, ja. Umfang, Geld, Preis-Leistung ist da so echt ein großes Thema. Und wer da jetzt immer noch unsicher ist, informiert euch einfach mit Videos auf YouTube oder guckt einfach mal bei diversen Internetseiten, was die dazu sagen. Und wer nicht warten kann und sagen kann, okay, ich bin mir unsicher, ich möchte das jetzt aber unbedingt spielen, der kauft sich einfach jetzt die Arma 2 Combined Orations DVD. Da sind alle Add-ons drin, die ihr benötigt für die kostenlose Version. Die kostet ungefähr 20€ zurzeit, ist also noch 3€ weniger. Und dort habt ihr 2 vollwertige Spiele und unendlich von Mods und natürlich auch DayZ. Also ich denke mal, wer sich da so immer noch unsicher ist, aber gerne spielen möchte, kauft lieber das. Ansonsten bin ich natürlich für jede Fragen im Anschluss noch im Chat verfügbar. Also einfach mal die Fragen in den Chat posten. Ich werde in wenigen Minuten dann dort für euch aktiv wieder erscheinen. Ich gehe jetzt wieder raus aus dem Spiel, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und damit zurück ins Studio. Macht's gut. Ja, vielen Dank an den Viper. Der Marcel sitzt noch im PC-Bereich, denn der macht uns gleich das Spiel an. Wir spielen das Center Rockstar, genau. Aber noch kurz zu DayZ. Ich hab's schon mal spielen dürfen, als es noch eine Mod war. Mir hat's gut gefallen. Hast du es gespielt? Ich würde es gerne spielen, aber ich bin ja bekannterweise Mac-Besitzer. Und mein MacBook kriegt das leider nicht auf die Kette. Also Windows, klar, kein Problem, das drauf zu spielen, aber DayZ kann ich leider aufgrund der Hardware-Anforderungen nicht spielen. Bisschen schade, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber habe ich momentan leider Pech gehabt. Marcel? Ja, das Spannende ist ja an DayZ immer, dass man jedes Mal, wenn man spielt, geht es anders aus. Und das ist natürlich auch die Langzeitmotivation, dass es immer spannend bleibt. Ich selber besitze es nicht, aber werde mir auf jeden Fall die Standalone holen. Und sowas, so wie der Viper das sagte, wird auf jeden Fall noch viel dran rumgeschraubt. Und ich glaube, irgendwann wird das eine tolle Sache und ich werde dabei sein. Aber jetzt wollen wir weg von den Wirtschaftssimulationen, die ja DayZ auf jeden Fall ist. Und hier ein bisschen Musik machen. Hast du tief ins Glühweinglas geschaut? Wahrscheinlich. Der Steffen hat sich nämlich ein Lied gewünscht. Und wenn wir das noch liebe Regie einmal auf dem Programmmonitor bekommen könnten, dann können wir auch anfangen zu spielen. Ansonsten quatsche ich mich hier noch so einfach so drauf los. Ah, da ist es schon. Und der Steffen möchte spielen Carols of the Bells und Bühne frei, Herr Preis. Wer das nicht weiß, da gibt es nämlich eine wunderschöne Metal-Version. Das ist ja hier auch Center Rockstar, ne? Eher die Rockmusik von einer Band namens August Burns Red. Und ein bisschen Ton bitte, Regie. Ich hab ja mal ein bisschen damals Guitar Hero 3 spielen dürfen. Das war total klasse, das konnte ich auch ganz gut. gut, dass du das... Damit wir die Musik lauter haben. Als ob das hilft. Ja, ich höre gar nichts. Das wäre super toll. Guitar Hero konnte ich voll gut. Können wir denn die Studiomusik einen Tucken lauter bekommen? Ihr könnt jetzt gerne reden, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, ich schau dir gerade gespannt zu, denn auch ich bin nicht gut in diesem Spiel, Herr Preis, so wie du gerade beweist, dass auch du nicht sonderlich gut bist. Ja, ich würde gerne mehr hören. Wenn die Regie mich hört, wäre das ein Traum, wenn ihr das hier lauter machen könntet. Ah, jetzt kommt's. So, dann, jetzt hast du keine Ausreden mehr. Oh Gott, Herr Preis, oh oh. Schön machst du das. Ist gut jetzt. Ja, ist laut genug jetzt. Jetzt ist schön. Liebe User, wenn die Musik für euch zu laut ist, dann schreibt es doch mal in den Chat. Der gute Julian ist ja natürlich immer einsatzbereit und geht auf alle Wünsche ein, so gut es geht. Ja, Steffen, also sonderlich besser ist das jetzt nicht geworden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen... Nein, das klingt alles nach faulen Ausreden. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Delay drin. Ja, nee, das ist es, auf jeden Fall. Das war auch schon vorher hier beim Anspielen so. Bending!
Hat's nicht besser gemacht, ne? Aber, Sauber. Ich möchte das nächste Spiel spielen, und zwar das nächste Lied spielen. Ah, ich habe den Great Moment, ich notiere mir die 66%. Ich habe nicht gedrückt. Ah. Machen wir mal 66%, das reicht uns. So. Was genau, Marcel. Was würdest du für ein Lied spielen? Achso, das schmiert schon wieder ab. Ich muss es einmal kurz neu starten. Ah, das ist live, das ist das Leben. Hätte ich mal einen Mac. Genau. Ja. Hätten wir mal einen Mac. Da könnten wir keinen Daisy spielen, aber vielleicht wird es stabil laufen. Ja. Ist aber gar nicht schlimm, denn auch in Live-Shows sind Pannen eingeplant und so auch bei uns. Auch in Live-Shows sind Pannen eingebaut, ne? Ja. Damit es auch authentisch ist. Eigentlich zeichnen wir auf und tun nur so, als wäre das live. Und all diese Pannen haben diese Illusion, halten die halt aufrecht. Ja. So. Deswegen gehen wir auch nur gefühlt live auf eure Kommentare ein. Wir sind natürlich hellseher und wissen vorher, was ihr schreibt. So, jetzt aber schnell. Ach ja, genau. Marcel spielt Jingle Bells. Ein Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Oh, zählt schon los. Oh. Ja, Marcel, zeig, was du kannst. Man muss ja sagen, ich finde ja, es ist schön, wenn die Weihnachtslieder so ein bisschen im rockigen Style sind. Weil es ist einfach, ne, die klassischen Versionen kennt man ja zur Genüge damals aus der Zeit von Weihnachten bei Oma und Opa, ne? Und jetzt ein bisschen frischen Winter reinbringen. Soll ich weiterreden, damit man nicht hört, wie schlecht du spielst? Ja, ist besser. Marci. Machst du nicht Musik professionell? Professionell, ja. Ich verdiene damit auch eigentlich mein Geld. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Weiter kann ich den Text leider nicht. Wir haben mal ganz früher, ist schon ewig her, mal ein Battle gemacht aus unserem alten Nerdstar-Studio gegen eine echte Band mit... das ist wirklich lange her. Mit allen möglichen Kram. Mit Metropolar war das. Ja. Genau, da haben wir allerdings nicht Guitar Hero gespielt, sondern das war Rock Band. Also da haben wir uns wirklich später hingesetzt. Das ist ewig her. Das war noch mit dem... Ich glaube, da war der Connor dabei, Marcel. Kachel. Meine Wenigkeit und den Kachel. Den kennt ihr... glaube ich nicht mehr, seit ihr verfolgt uns schon länger. Aber der ist eigentlich sehr talentiert da dran, aber auch er hat versagt. Denn man kann sagen, auch wenn man Musiker ist, es ist schon was anderes. Es ist, ne, nicht als wenn man Gitarre spielt. Oh, Steffen, ja. Der Screenfun-Fan sagt, du hättest mal mehr Töne treffen sollen. Aber ja. Wir gucken mal, ob Marci nicht schlechter ist. Ich glaube, ihr nehmt euch da nicht sehr viel, aber ich werde gleich gänzlich verkacken. Darf man das hier sagen? Ja, darf man, ne? Verkacken? Ja. Ist ja leid, kann man keine sagen, wenn dir danach ist. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Wortwörtlich. Oh, kommt noch was. Perfekt. Wenn es besser war, dann du und? Boah! Alter, das sind Skills, Mann. So, oh Julian, jetzt sag mal, was in dir steckt. Oh je. Toll, Tag ist gelaufen. Boah, das ist aber schwer, das Ding, ey. Was möchtest du spielen? Stille Nacht? Stille Nacht. Ah, es kommt gleich. Ja, aber man muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch das Schwierigste ausgesucht, ne? Nee, ist nicht so, dass ich glaube, ich werde letzter jetzt. Aber ich tue es, wenn ich mitspiele. Was ist das jetzt? Stille Nacht? Ja. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Ja, ey. Hast du gedrückt? Ja, ich glaube, du bist hier hinten drauf gekommen. Drück mal den gelben und dann kannst du weiterspielen. Wir haben so schön gesungen, dass das Spiel sagt, Alter, ja. Ja, geht weiter. Jetzt bin ich auch raus. Einsam wacht und so, ne? Ist, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn wir das singen lassen, oder? Ja, ihr könnt gerne vorschlagen, ob wir noch mehr singen sollen. Denn irgendein humorvoller Mensch in unserer Redaktion hat vorgeschlagen, dass wir heute am Ende der Sendung tatsächlich für euch musizieren. Ja, voller Penner. Wir haben hier drüben eine Gitarre stehen und dieses Internet, von dem wir alle reden, erlaubt uns ja vielleicht gleich die Akkorde rauszusuchen und ein Lied zu spielen. Dieses Internet, ne? Ja. Da sind doch immer viele Menschen drin. Ja. Ist das dann sowas wie ein... kennst du das, wenn man mit einer Geschichte anfängt und dann mittendrin denkt, scheiße, wie komme ich da jetzt wieder raus? Sag mal was Witziges, schnell. Hoden. Ja. Oh, der zieht uns ganz schön ab. Gut, dass er... Ja, scheiße. Ja, und ich kann nur nicht sprechen gleichzeitig. Das er ist auch vor allen Dingen voll drin. Oh, ich geh mal die Falsche. Ist auch zu wild, vielleicht. Nein! Das ist fies. Krieg ich da eine zweite Chance? Steffen, zweite Chancen gibt es nicht. Du hast dein Leben verspielt.
Okay, während Julian hier ja schwer beschäftigt ist, schaue ich gerade mal hier in den Livestream, in den Chat rein. In den Livestream rein. Ja, warte, vielleicht sollen ja mal die Leute sagen, ob wir noch einen spielen sollen oder ob wir weitermachen sollen. Weil und! 88! 2%! Oh. Scheiße, ey. Hat er gewonnen? Was hat er jetzt gewonnen? Wir haben schon hier den Bauern-Eintopf. Der schreibt ein Uhrenmagazin. Ein Uhrenmagazin. Der Bauern-Eintopf schreibt, er hasst Weihnachten. Oh, du Grinch. Was? Da wird dir der nächste Beitrag gefallen. Genau, denn bei uns aus der Redaktion ist auch jemand dabei, der Weihnachten hasst. Ja. Und aber hast du das? Aber nee. Warte, sollen die vielleicht nur einmal ganz schnell schreiben, ob wir noch ein Lied spielen sollen oder weitermachen sollen? Oder sind wir schon eh drüber von der Zeit? Spielen, noch eins? Also wir müssen noch ein Stechen geben zwischen uns, okay. Aber Steffen will auch nochmal, ne? Ja, eigentlich vielleicht noch eins. Ja, los. Ich muss Steffen meine Ehre verteidigen. Steffen darf sie noch verbessern. Der hat eben keine Musik gehört. Steffen darf noch einen, oder? Ja. Steffen schenkt uns noch was kennt man da noch von? Das ist ja alles so, das sind so diese amerikanischen. Snowball Fight. Ja, der nimmt irgendwas jetzt. Ja, gut. Das macht es immer leichter, wenn man es nicht kennt. Ist das mit Handicap? Nimm deinen Dödel hier weg. Dödel? Oh. Die Regie macht mich doch... Oh, das geht richtig ab. Dass die Maus im Bild ist. Das geht da gar nicht. Schade, dass man auf so einer Gitarre keine Sweepings machen kann. Nee, Steffen, also das ist auch nicht besser als eben. Also du musst in den 80er-Bereich kommen. Das ist die Quest jetzt, weil sonst kannst du nicht mit uns mithalten. Oder? Scheiße. Aber wenn man sie nicht kennt, ist schon schwieriger. Ja, weißt du, ich hab meinen Erfolg heute ja auch gehabt. Ich war besser als du bei G-World. Scheiße. Aber ich find, man kann sich in so ein Lied auch reinhören, oder? Steffen? Reinhören? Ja. Findest du? Ich kann da total gut reinhören, wenn ihr die ganze Zeit labert. Das ist ja, ist das schön, wenn wir reden? Ja, das ist ein Traum. läuft von dir. Jede zweite geht daneben. Aber ich spiele, also Julian hat das schon gesagt, also ich spiele auch Gitarre ein bisschen. Und ich finde aber trotzdem, dass ich komme mit den Dingern nicht so richtig zurecht. Das kannst du wahrscheinlich nicht vergleichen mit einer richtigen Gitarre. Ja, aber ich habe auch gehört, es soll helfen, wenn man Musik macht und damit dann spielt. Was sind denn eure Erfahrungen? Schreibt doch mal in den Chat, ob ihr auch Guitar Hero und Rockstar und Rockband und wie sie alle heißen, ob ihr das auch schon mal gespielt habt und wie es euch dabei ergangen ist. Ich tue mich schwer damit. Der Bauerneintopf meint gerade, er mag auch die Rockversion leider nicht. Ah, okay. Was möchte er denn gerne hören für eine Version? Die... Das frage ich ihn am besten selber, oder? Die Musical... Wie war der Name? Ich hab... Bauerneintopf nochmal. Bauerneintopf. Lieber Bauerneintopf, was für eine Version bevorzugst du, wenn du nicht die Rockversion bevorzugst? Ich mache das so lange, bis du geantwortet hast. Schalte einfach weg. Death Metal Version. ist eiskalt. Wildschnitt einfach weggeschnitten. Die Sau. Hast du gehört, Marcel? Was? Eine Death Metal Version. Eine Death Metal Version. Ja. Das ist hier nicht hart genug, also. Anscheinend, ja. Ja. Aber lieber Bauerneintopf, lass dir gesagt sein, wir sind voll die Weicheier. Aus diesem Grund können wir gar nicht die Death Metal Version hören. Geschweige denn spielen an dem Teil. Weil das ist ja schon an unseren Grenzen. Du hast auch sowas ganz Einfaches ausgesucht. Wir spielen auf easy. Oh, jetzt bist du blau. Jetzt kannst du eigentlich irgendwas tun, oder? Wenn man wüsste wie. Hochziehen die Gitarre. Connor, was heißt das, wenn es blau ist? Hochziehen die Gitarre. Kannst du mehr Punkte machen. Ah, nee. Ja, ne? Dann gehe ich wohl nach Hause. Ja. Eben hatten wir schon so eine perfekte Überleitung, jetzt müssen wir wieder eine herzaubern. Genau, ich wollte gerade sagen. Also wir waren dabei, also, dass... Der Bauerneintopf ist Weihnachten gegenüber schon nicht so aufgeschlossen eingestellt. Und ja, jetzt kommen wir doch einfach mal zu unserer neuen Rubrik. Und ja, zwar, witzig. Der Connor hat was vorbereitet. Der Titel alleine. Genau, möchtest du ihn sagen? Oh, darf ich? Ja. Pro und Connor. Aha! Hast verstanden? Ne? Ab dafür, würde ich sagen, ne? Viel Spaß mit Pro und Connor über Weihnachten. Es ist wieder soweit. Weihnachten ist vor der Tür. Jeder freut sich über einen schönen Abend, jeder freut sich über Geschenke. Aber bringt das überhaupt noch irgendwas? Wird nicht nur irgendwie gekauft? Nur gekauft! Gekauft! Gekauft!
Könnt ihr nicht irgendwas anderes tun zu Weihnachten? Außer Geschenke kaufen? Konsum, Konsum, Konsum. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Xboxen, Playstations. Das ist das Einzige, was wir unter Weihnachtsbaum haben wollen. Ja, schön. Das ist ja auch der Sinn von Weihnachten. Xboxen und Playstations. Oh. Ich glaube nicht, dass ihr das wirklich ernst meint, oder? Du da hinten, du hast bestimmt noch nicht alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Lass es einfach sein. Es hat sowieso keinen Sinn. Und du da vorne, du hast dir total viel Stress gemacht. Nur um ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Du hast dich in Schlangen gestellt, hast dich 10 Stunden lang irgendwo vor irgendeinen Laden gestellt, um eine Xbox oder eine Playstation zu kriegen. Perfekt gemacht. Perfekt. Am besten ihr kauft gar nichts mehr. Ihr kauft gar nichts mehr. Die Menschen freuen sich eh eher über was Selbstgebasteltes, als über irgendwas Gekauftes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ihr braucht nicht 1.000 Euro ausgeben, um irgendwen glücklich zu machen. Es reicht eine blödsinnige Postkarte, es reicht ein blödsinniges Bild. Habt ihr schon mal sowas gesehen zu Weihnachten? Habt ihr schon mal sowas gesehen? Nee? Warum nicht? Weil ihr den Sinn von Weihnachten einfach nicht versteht. Und warum feiert man überhaupt Weihnachten? Warum feiert man es überhaupt? Na gut, es ist eine Religionssache. Das heißt, ein paar Leute fallen raus. Aber die, die Weihnachten feiern, die werden ja wohl wissen, warum wir Weihnachten feiern. Oder nicht? Ich glaube, das wisst ihr einfach gar nicht. Ihr wisst nicht, warum. Warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Habt das alle vergessen? Habt das alle vergessen, was ihr im Kindergarten schon gelernt habt? Na gut. Es gibt einige Leute, die waren nie im Kindergarten. Aber das ist ja egal. Weihnachten ist eine Tradition. Und diese Tradition wird ewig weiter bestehen. Aber wenn ihr es einfach dazu macht, um einfach nur Geschenke loszuwerden, dann ist es keine Tradition mehr, dann braucht man es auch gar nicht. Das Einzige, was es dann bringt, ist Geld der Leute, die es gar nicht brauchen, weil sie schon genug haben. Beschenkt doch einfach mal die armen Kinder in Afrika. Die brauchen es eher. Aber nein, ihr wollt ja Tausende von Euros für Geschenke ausgeben, die eigentlich die Leute gar nicht mehr wollen. Umgetauscht wird sowieso hinterher immer. Meine Güte, ich rech mich hier auf und das mit Recht. Jedenfalls würde ich mal sagen, ich lese euch diesmal kein Gedicht vor, was ich eigentlich vorhatte. Ihr habt es ja sowieso nicht verdient. Ich feiere jetzt Weihnachten, so wie es sich gehört, mit Musik und Plätzchen. Das reicht mir. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Oh, das ist ja toll. Was ist das denn? Was ist das? Bescherung für uns. Bescherung mit Brief. Erst auspacken, oder? Ja, pack mal aus. So schönes pinkes Glitzerpapier, habe ich lange nicht gesehen. Weihnachten hat was Schönes. Man kriegt Geschenke. Ich weiß gar nicht, warum Connor immer so anti ist. Ich weiß es auch gar nicht. Hier steht, von wem ist denn das? Von Absender Dirk. Nicht der Weihnachtsmann. Ich glaube, wir sollen aber erst auspacken. Jetzt bin ich aber gespannt. Hier steht, ich kann in dem Briefkopf schon irgendwas vom Geist der Weihnachten lesen. Hier steht Achtung drauf. Ah, wie geil ist das denn? Das ist cool. Das ist ja mal geil. Ich bin gespannt, ob wir den auch in 15 Minuten kaputt kriegen. Wie das so viele andere schaffen. Also wenn ihr mich fliegen lässt, ist der gleich kaputt. Oh, crazy. Abgefahren. Oh, ups, schon kaputt. Ja. Also ich würde sagen, das müssen wir auch direkt ausprobieren, oder? Das Papier ist wunderschön, ne? Ist geil. Ist doch schön. Ja, das ist ein Traum. Yo, Budenheli, schreibt Bauerneintopf. Das findet er auch cool, ne? Das würde auch gerne zu Weihnachten machen. Yo, Budenbaby. Ja, wollen wir doch Budenheli, die Frage stellen, oder nicht? Was die anderen so zu Weihnachten verschenken oder schenken. Ich finde das immer sehr interessant. Ja, also was sie verschenken, wenn er gerade gleich brennt hier. Ja, was sie verschenken, ich weiß nicht, vielleicht schaut er gerade der Beschenkte auch zu. Wenn der Beschenkte nicht gerade der Nerdstar-Fan ist. Ja. Ja, also genau, wir wollen jetzt nämlich uns mit euch unterhalten. Wir haben ja gerade Connor gehört, wie er Weihnachten sieht. Ist er ein bisschen kritisch, wer hätte es gedacht. Und wir möchten gerne wissen, was haltet ihr von Weihnachten? Findet ihr auch, das ist ein reines Konsumding, von der Wirtschaft dick aufgetragen, um richtig Asche zu machen? Oder ist es immer noch das schöne, beharrliche Fest mit Muttern von Ofen angezogen? Brief vorlesen. Wir haben noch einen Brief bekommen. Danke, liebe Aufnahmeleitung. Ich bin schon, wenn ich Geschenke sehe, bin ich durcheinander. Liegt das schon? Nee, ich glaube, wir müssen ihn erst aufladen. Ja, wie hat er sich das denn vorgestellt? Hast du denn, ist der Akku schon drin? Integriert oder was? Julian, du hast doch eine schöne Lesestimme, ne? Ich? Meinst du? Ja. Ist die Frage, ob ich seine Schrift lesen kann? Ah ja, kann ich.
Soll ich vorlesen, wie eine Weihnachtsgeschichte? Jetzt bitte auch, mit, liebe Regie, mit weichen Blenden jetzt bitte ganz viel, ja, damit das richtig schön auch Stimmung aufkommt. Sind hier jetzt schon Batterien drin? Hallo Jungs. Es war einmal. Nein. Wenn ich schon nicht in Person bei euch sein kann, möchte ich wenigstens meinen Geist der Weihnacht mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem kleinen Präsent und lasst das Studio heil. Mein Vorschlag für einen kurzen Wettstreit: Wer kriegt ihn länger hoch? Klingt nach Dirk, ja. Bedienung: Erstens den Heli plus Fernbedienung auf On stellen. Ach, also, die sowas traut er uns, sowas traut er uns nicht zu. Ja, scheiße, hat er wohl irgendwie recht behalten, wa? Ja, aber na, bei dir ja. Ich hab On. Ja, du hast On? Ja, hast okay, on? Weiter. Ich Vorsicht, hab auch Vorsicht, 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 Vorsicht. Zweitens, zum Koppeln einmal den Schubregler ganz nach oben drücken. Oh, Herrscher! Nicht loslassen, nicht loslassen. Mal aus, wieder runter. Das ist zum Koppeln, ne? Jetzt ist das Ding aktiv. Oh! Der macht jetzt schon Wind. Fast ins Auge gegangen, wa? Und jetzt sollen wir uns mit der fiesen Steuerung vertraut machen. Weihnachtliche Grüße, euer Dirk mit Herzchen. Oh, mal, danke, er hat Dirk. Er hat uns sogar eine Fernbedienung gemalt. Können wir das mal zeigen, wie das Ganze funktioniert? Oh, mit Herz. Oh, danke, schön. Danke, Dirk. Guck mal, was das für eine schöne Anschrift ist. Danke. Schönes Geschenk. So, diesmal fange ich nicht an. Okay, ich möchte anfangen. Wollen wir den vielleicht mal irgendwo auf den Teppich lieber stellen oder wolltest du ihn aus der Hand starten lassen? Oh ja, aus der Hand. Aus der Hand? Aus Steffens Hand. Oh Gott. Nicht so viel, sonst knallt er unter die Decke. Okay. Ich hatte schon mal so ein Ding. 3, 2, 1. Mach lieber vom Boden. Mach lieber vom Boden oder so, ja. Zählt das jetzt schon als Versuch? Also, nur, also zählt, eine Sekunde? Das zählt als Versuch. Nicht. Wir stellen jetzt mal auf den Boden. Okay, auch gut. Das ist dann aber der letzte Versuch. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein Handicap für uns. Warte, hast was du schon ist kaputt hier, gemacht? Hier, nein. Hier ist hier, nee, das war so. Ist hier links, rechts und das ist oben an. Doch, ne? Ich denke. Ich wollte nur mal gucken, ob er noch geht. So, bitte. Lieber Kameramann, geh besser in Deckung, ich rat's dir. Okay, vorsichtig. Ja, schön Schubregeln, ein bisschen nach vorne drücken. Nach vorne, Steuerung nach vorne. Ja, mach ich. Oh. Ja, das. Also Marcel, du kriegst nicht hoch. Sehen wir es doch einfach so, wie es ist. Okay. Warte, ein Versuch, bitte noch ganz, ganz kleinen, kurzen. So, jetzt komm her. Ach ja, denkt an. Denkt dran, dass hier Kerzen stehen! Oh Gott! Er fliegt! Oh. Freierlich! Oh. Freierlich! Genau, währenddessen Marcel hier diesen Quatsch macht. Ich ärgere mal den Kameramann. Pass auf. Kann ich nochmal dran erinnern? Denk dran, eine Zahl zwischen 1 und 10. Hast du darauf geachtet, ob hier schon Zahlen im Chat waren? Ja, habe ich darauf geachtet, sind auch schon welche eingegangen. Sehr gut. Also zwischen 1 und 10 und gern auch Zahlen mit Komma, damit nicht so viele gleiche auftauchen. Ich will auch mal. Echt mal, Marcel. Du hast sowieso schon verkackt. Guck mal hier, dreht sich. Warte, ich muss tiefer, damit die Kamera das einfangen kann. Ah! Ah! Oh Gott! Oh, einmal mit Motor aus. Pass auf, Sturzflug. Oh. Oh, Scheiße. Okay, das war schön. Soll ich den mal holen, damit Julia auch einmal... Okay, ich würde sagen, die Idee Marcel Airlines ist auf jeden Fall gestorben. Hier. Oh, schön. Ich hol den mal schnell. Ich hoffe, er funktioniert. Ja, jetzt würden wir doch auch wissen, möchten wir auch gerne wissen, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Der Schinken wünscht sich vom Internet, dass man ihn hier übers Internet steuern kann. Möchtest du auch nochmal probieren? Ja. Komm. Du hast vorher geübt, ne? Oh, der Fernseher! Ah! Boah, der kann das aber. Wie lange hält denn eigentlich so ein Akku? Du hast doch so ein Teil schon mal gehabt. Um so die technischen Details auch mal hier. Der hält knapp nur so 6 bis 10 Minuten. Also ich hatte auch mal so ein Ding. Aber der lässt sich schon ganz, ganz nett fliegen. Guck mal hier, du hast unsere Kerzen ausgepustet, du Grinch! Oh, da bin ich auch abgestürzt. Alle meine Zettel sind weg. Weiß ich gar nicht mehr, was jetzt nächstes kommt. Ich Grinch. Steffen, möchtest du auch noch? Ja, oder? Natürlich.
Aber den Wettbewerb können wir jetzt nicht machen, sonst sitzen wir bis morgen hier, weil wir können das alle so gut, würde ich sagen. Ich finde, Marcel sollte heute noch die Haare rasiert bekommen vor Weihnachten. Ja. Ich stelle den aber auf den Fußboden, oder? Ja, mach das besser. Jetzt bitte nicht anmachen, sonst man das macht echt Spaß, das mache ich heute den ganzen Tag noch. So, jetzt darf der Steffen auch können noch können die anderen abbauen. Mit Gefühl, Steffen, ne? Nicht so grobmotorisch wie sonst. Nach vorne wissen. Bisschen nach vorne kippen. Den anderen, genau. Ach, Angst! So, wo ist Marcel? Hier. Oh. Geh weg, du! Wahrscheinlich die Zuschauer. Wisst ihr, wer sich gerade im Chat gemeldet hat? Nein. Die Kadi hat sich gemeldet und ja. Wünscht uns eine schöne Sendung und schöne Grüße. Die kommt ja leider. Ah. Oh! Ach, haben wir. Jetzt ist er kaputt. Nein. Haben wir das ich hole mal wieder. Bitte? Haben wir das mit der Kathi überhaupt? Das haben wir, glaube ich, ganz vergessen. Genau. Manche haben vielleicht von euch gelesen bei Facebook, dass wir heute einen Gast eigentlich eingeplant hatten. Die liebe Chocolate Cosplay konnte dann leider doch nicht kommen und halt kurz. Ich will nochmal, ich habe Marcels Haare noch nicht rasiert. Ja, aber ich muss erst heile machen. Ich muss auch noch was erwähnen, denn du hast heute Geburtstag! Ambru! Lieber Ambru! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Ambru. Vorsicht. Happy Birthday to you. Viele Gesicht. Wissen nicht, dass er heute 12 geworden ist. Eigentlich. Gut, wir machen mal weiter. Wir haben jetzt. Deine ersten Versuche waren viel besser, Marcel. Ich erinnere mich noch ganz genau. Wir haben jetzt wieder ein. Ach nee, Quatsch. Hat die Community schon erzählt zu Weihnachten eigentlich? Wir haben die Frage gestellt. Moment, jetzt ist ein bisschen viel geschrieben. Wir müssen mal gerade schauen. Wir waren so beschäftigt hier. Ja. Genau, ich wiederhole nochmal unsere Fragen, die wir ja, bitte. Haben. Genau, die Fragen, die wir, die uns brennend interessieren. Was wünscht ihr euch eigentlich? Ja, genau. Vielleicht schenken wir es euch. Wie feiert ihr Weihnachten? Also nackt oder angezogen? Oder ne, was man sonst halt so für Fragen hat? Auf dem Teppich. Der Leuvalo wünscht sich besseres Internet. Kann man immer gebrauchen, ne? Ja, ja. Das, von wem wünscht er sich das denn? Das ist ja die Frage. Vom Weihnachtsmann? Ihr wisst ja, ne? Jetzt darf sich der Verkehrsminister selbst drum kümmern. Ja, ja, wegen Datenverkehr. Nee, das ist jetzt mal sowas. Wenn man jetzt. Ja, der Verkehrsminister ist jetzt Verkehrsminister und Minister für Infrastruktur. Digitale Infrastruktur. Ist das jetzt ernsthaft so? Ja! Ich dachte, das wäre ein schlechter Witz. Und gewesen. Der. Nein, das ist kein Witz. Das ist ernst von der Politik. Ist er dann auch für anderen Verkehr, so sexuellen Verkehr, verantwortlich? Ja, ist eigentlich genauso naheliegend wie Straßenverkehr. Ich finde, das könnten wir das Verkehrsministerium selbst mal fragen. Wollen wir da mal eine Anfrage hinschicken? Ja, mach mal. Ja, schicken wir jetzt in diesem Moment. Aber schreibt uns doch mal in den Chat, wie ihr Weihnachten feiert. Ob ihr wirklich gemütlich zu Hause feiert, ob ihr groß Geschenke einkauft oder ob ihr lieber sowas Blödes wie selbstgebastelte Dinge. Conor hat es ja befürwortet. Ich persönlich finde sowas ja schrecklich. Deswegen dann muss ich ein neues Geschenk für dich kaufen. Deswegen weiß meine wunderschöne Freundin auch, dass sie mir überhaupt gar nicht selbstgebasteltes Schenken braucht. Denn brauche ich nicht. Genau, was schenkt ihr eurer Freundin? Ich weiß nämlich immer noch nicht, was ich meiner schenke. Ich habe ja noch 2 Tage, ne? Vielleicht ein Auftritt in dieser Sendung. Ein Spieler muss jetzt, sagt die Aufnahmeleitung. Aber wir wissen noch gar nicht, was die Community zu Weihnachten. Also hier, die Kathi sagt gerade, sie wünscht sich mehr mit Strawberry Cheesecake Schokolade. Die gibt es nämlich viel zu selten. Strawberry Cheesecake. Strawberry ja. Cheesecake, das ist, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Erdbeer Käsekuchen. Richtig. Schokolade. Mhm. Gibt es ja von mehreren Anbietern. Echt? Ja. Ja, ich kenne auch Leute, die Nudeln mit Nutella essen. Bah! Was? Ja. Das ist aber schon weder des guten Geschmacks. Sind die schwanger? Schwanger? In der Regel nicht. Couverte tournée, un crêpe chauffeur, merdé cordon bleu, Céline Dion, fondue Paris Saint-Germain. J'ai radé par Dieu croissant, porte-monnaie, atelier parfum. Baguette, crémée Chanel, friseur bonbon boutique. Zeus avec plaidoyer allé, gelé Silvio Play, Henri Ribéry, Nintendo Wii, je m'appelle Fromage. Et tout, revoir, Olympique Marseille, boutique Yves Saint Laurent, Céline Dion, les baguettes, les tours de Félix, pénis, joie Noël. Porte-monnaie atelier parfum, baguette crémée Chanel. Gelée s'il vous plaît, Henri Ribéry, Céline Dion, fondue.
Paris Saint-Germain, j'ai radé par Dieu croissant. Atelier parfum porte-monnaie. Boutique friseur bonbon. Céline Dion, les baguettes. Yves Saint-Laurent, boutique. Et tu revois Olympique Marseille. Porte-monnaie, atelier parfum. Couverte tournée. Une crêpe, chauffeur, merdé, cordon bleu. Céline Dion, fondue. Friseur bonbon boutique. Zos avec plaidoyer, allez. Céline Dion, les baguettes. Le tour des félis et pénis. Joie, Noël. Habt ihr das gemerkt, wie frech das war von der Regie? Die haben uns einfach abgewürgt mit dem Beitrag. Unfassbar. Ja, da will man sich mal über wichtige Themen wie Weihnachten unterhalten. Und dann, mal, du bist Chef hier. Und dann ja, siehst du, wie das läuft. Das ist genau wie zu Hause, weißt du, hast auch nichts zu melden. Erst ist es Mutter und dann ist es die Freundin. Nie hat man was zu melden. Ja, wie auch immer, ihr habt gerade einen schönen Beitrag gesehen von Julian. Aber warum war der denn so traurig? Ja, ich dachte, man muss auch mal ein bisschen gesellschaftskritisch darüber berichten. Ne? Wir haben das ja dann auch noch schön französisch vertont, das war alles. Das war wie Arte. Richtig, war ein originales Gedicht, das wir selbst geschrieben haben auf Französisch. Ja. Und wir wollten einfach mal eine Message da rausbringen an die Leute da draußen, ja, die sich vielleicht auch mal, wie Bauerneintopf eben schon gesagt hat, Konsum, und das geht ihm alles auf den Sack. Ne? Sollen sich auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Ne? Ja, ist richtig. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Konsum, was willst du tun? Ich bestelle so viel im Internet, ne? Da habe ich dem DHL-Mann erstmal einen Brief fertig gemacht, habe ich 10 Euro reingesteckt und merci, und die kriegt er nächstes Mal. So. Ist das nicht eine schöne Geste zu Weihnachten? Ja, Traum. Das ist schön. Vor allem, wenn man auch viel bestellt, dann kann man auch diesen Konsum verhindern, weil ja dann nichts mehr da ist auch. Richtig, genau. So haben sie es mit der PlayStation 4 gemacht. Ja. Genau, das war der Hintergrund dahinter. Ja. Das ist nichts anderes. Fand ich schöner Beitrag auch für die Leute, die nicht Französisch können, habt ihr auch schön mit Untertitel gemacht. Ja. Finde ich schön. Was steht denn hier auf der Liste? Wir sind jetzt ganz durcheinander, liebe Regie. Das war voll frech übrigens. Das kommt auf meine Liste. Kinovorschau, sagt genau. Jetzt kommt der Weihnachtsmann, böse Kinder und so, ne? Jetzt kommt sie wieder an. Ich habe noch kein Geschenk. Pass auf da unten. Ihr kriegt jetzt nichts Schönes. So, Kinovorschau. Natürlich ist es spannend, was auch in den nächsten Wochen und Monaten im Kino kommt. Und der Steffen kann da was erzählen. Genau. Wir beschäftigen uns zuerst, ich hoffe, dass das stimmt, mit Dawn of the Planet of the Apes. Nee, erst mit Spider-Man, so wie es ausschaut. Oha, scheiße. Siehst du? Danke, Regie. Ihr wollt es heute richtig ficken, habe ich recht? Boah, das ist aber jetzt böse. Das darf man nicht sagen. Warum nicht? Das müssen wir aber verpiepen jetzt noch. Kannst du das nochmal sagen? Ich piepe. Okay, liebe Regie. Ach so. Den ganzen Und nochmal. Was habe ich denn genau gesagt? Ihr wollt uns heute richtig? Piep! So, korrekt abgewickelt. Und jetzt reden wir über Spider-Man. Genau, Spider-Man. Da kannst du ja eigentlich du mehr zu sagen. Ich kann nur loswerden. Es ist ja der neue Spider-Man. Der erste Film war ja schon besser als die alten mit Tobey Maguire. Genau. Elektro wird unser Gegner werden, der allerdings hier anders in Erscheinung tritt als in den Comics, wo du ja gut Bescheid weißt. Genau, also ich meine, viel mehr kann man auch nicht unbedingt sagen. Liebe Regie, ihr könnt das ja mal vielleicht kurz einblenden. Nämlich der gute Elektro sieht in den Comicbüchern ja ganz anders aus wie jetzt der neue Elektro, der jetzt in den Filmen halt quasi Fuß fasst. Und ist auch gar nicht so schlecht, denn der Comic-Elektro hat nämlich so einen coolen Sternhelm. Ich glaube, da sieht man es jetzt auch einmal. Das ist der neue erinnert mich ein bisschen an Dr. Manhattan, weil wegen Blau sein und so, ne? Marcel, könnte das nicht auch ein Sith sein in Blau? Das ist der blaue Sith auch, ja, weil die haben Kostüme gespart und haben dann vom Star Wars Set das dann genommen. Das ist der Comic Elektro mit dem coolen Glitzerhut, muss man nicht machen. Aber deswegen ganz schön, dass der neue da ist. Was ich ja echt unverschämt finde, ist, dass der jetzt doch mit der Gwen rumturtelt, obwohl er ja dem Vater von der Gwen im ersten Teil versprochen hat, im Sterben, dass er das nicht macht. Das aber eigentlich auch könnte für eine spannende Wendung sorgen, denn meine Hoffnung ist es zumindest, obwohl ich glaube, dass das nicht passieren wird, ist, dass die gute Gwen nämlich drauf geht, weil in dem Comicbuch-Original oder in der Vorlage ist es so, ich weiß nicht, ob das schon Spoilern ist, also für die Leute, die das überhaupt gar nicht hören wollen, kurz mal eben schreien, Ohren zu halten, die gute Gwen wird nämlich im Original von dem grünen Kobold wird die nämlich platt gemacht. Und das wäre da natürlich jetzt eine spannende, tolle Wendung und auch eine ideale Gelegenheit, die Mary Jane einzuführen. Ja, eben, einzuführen. Oder ja, der grüne Kobold ist nämlich auch mit dabei, ne, der ja aus der Leitung von Oscorp quasi kommt. Aber direkt als Harry Osborn, was ja eigentlich auch nicht so ist.
Eigentlich ist er erst sein Vater. Aber ja. Wir dürfen gespannt sein, was rauskommt. Also ich freue mich tierisch drauf und ich fand den ersten schon toll und freue mich demnach auch sehr auf den zweiten, auch wenn das natürlich nach einer ordentlichen Effekthascherei ausschaut. Bevor ich mich wieder in die Nesseln setze, welcher Trailer kommt als nächstes? Mach doch einfach mal an und wir lassen uns überraschen. Es ist ein Film von Warner Brothers, sehe ich schon. Und Paramount Pictures. Wow. Und Legendary. Ja, dann kann es sich nur um einen Film von Christopher Nolan halten. Genau. Ja, der gute Nolan hat ja jetzt mit Batman nichts mehr so viel am Hut, ne? Aber Interstellar hat er sich rangetraut. Das ist ein Film über Science Fiction. Ein Science-Fiction-Film. Ach so. Das ist schon wieder sowas, was dich interessiert. Du bist echt ein totaler Nerd. Ja, vor allem ist es, werden das freudige Kinogänge jetzt demnächst auch. Ja. Der Trailer gibt, muss man sagen, noch nicht so viel Preis. Wie man sieht, das Bild war gerade schwarz. es ist das Drehbuch geschrieben von Jonathan Nolan, dem Bruder von dem guten... Darf ich euch was zu trinken reichen eigentlich? Oh ja, gerne, lieber Julian. Das ist Herz allerliebst. Dann reden wir doch einfach mal von dem Christopher, ne? Nolan, der Bruder, der ja auch schon alle anderen Filme fast wie mitgearbeitet hat. Der hat an Memento oder an Drehbuch gearbeitet. Der hat Prestige mitgearbeitet, Dark Knight, Dark Knight Rises. Also von daher, denke ich, darf man schon viel erwarten. Aber genau, was ich gerade von der Regie so schön zugeflüstert bekommen habe, das basiert auf der Theorie von einem Physiker, ein Kip S. Thorn. Der hat nämlich viel bezüglich Wurmlöchern und Schwerkraftfeldern wohl geforscht und denkt, dass Zeitreisen möglich sind. Und darum geht's auch im Film. Das ist ja cool, aber er spielt in der Zukunft. Das weiß ich. Okay. Weil, wenn wir mal gucken, also es ist ja nicht ganz ersichtlich. Ja, aus dem Trailer, da sieht man viel so wie Rückblicke. Und ne? Viele Logos. Das, was ja auch irgendwie so typisch Amerika ist. So, wow, wir haben den Mond zuerst besiegt. Ja. Ich bin aber schon ganz gespannt auf den Film. Wann schießen die denn endlich mal runter? Weiß ich auch nicht. Das ist bei Dragon Ball passiert, aber das artet jetzt aus. Bei Dings, wie hieß der Film? Mit Tom Cruise, Science Fiction, Oblivion. Da war es ja so, dass der Mond irgendwas zu tun hat mit der Erdrotation. Ja, hat er. Wie war das denn noch? Ja genau, die Regie sagt gerade, dass der Mond hält die Erde in dieser Achse zum Kreiseln. Und das ist doch... zum Kreiseln. Das ist doch ziemlich cool. Und wenn Nerdstar, euer Bildungsfernsehen. Ja, wollte ich nur mal so einwerfen, ne? Um hier ein bisschen noch Qualität reinzubringen. Machen wir weiter schnell? Ja genau, machen wir schnell weiter. Auf jeden Fall, Christopher Nolan macht immer gute Sachen. Ich bin super gespannt. Ich denke auch, dass er da nicht in die Scheiße greifen macht wird. Macht er immer gute Sachen? Ist das so? Findest du nicht? Manche sagen, er ist ein bisschen überdingst. Überdings. Überschätzt. Nö, ich mag ihn. Ja? Ich auch. Ja. Ist auch nett auch. Ja, Chef und ich kennen ihn auch persönlich. Ja, ihr genau, geht immer so. Kaffee trinken sonntags, ne? Jetzt haben wir hier noch den super tollen Titel, den ich als erstes ansagen wollte, mit dem tollen Namen Dawn of the Planet of the Apes. Ja, schön. Ja. Das war ein schlauer Vogel. Ja, total. Hätte man auch auf Humans of the World und so hinterhängen können. Ja, genau. Es ist quasi ein Sequel zum Planet der Affen Prevolution, wie der Titel ja bei uns hieß. Auf Deutsch soll der Titel, glaube ich, auch Planet der Affen Revolution heißen, was dann ja irgendwie so ein bisschen mehr Sinn macht. Schon. Zumindest in meiner verkappten Birne, ne? Mhm. Und genau, die Menschheit ist beinahe ausgelöscht und die Letzten schließen sich zusammen. Gegen während, genau, gegen auf der Erde. Auf der Erde. Während eben der hier gerade gesehene Caesar, der ja aus dem ersten Teil da aufgezogen wurde, und da die Affen zusammenhortet und versucht, eine Gesellschaft zu bilden. Und natürlich kommt es dann zum großen Clash, weil Affen und Menschen zusammen scheint nicht so gut zu gehen. Anscheinend. Ich fand es bis jetzt gar nicht so schlimm. mit deinem Hausaffen zu Hause, oder was? Der ist ganz cool. Der heißt Shippy und bringt mir morgens Kekse. Aber was noch loswerden muss, ist, Caesar wird gespielt von Andy Serkis, der ja auch Gollum zum Leben erweckt hat und King Kong. Und das ist immer ziemlich geil gemacht und von daher erwarte ich viel. Ich habe jetzt, bevor die Regie wieder abschießend, haben Julian und ich, wie ich gerade sehe, wir beide haben noch kurz was zu sagen, noch nicht in irgendeinen Spieler einbringen, bitte. Ich möchte noch kurz, kurz was fragen. Hast du den ersten Teil gesehen? Von Affen Prevolution? Der war mit Anakin hier. Ja. Hast du ihn gesehen? Mhm. Das war eigentlich die Frage. Ja, ja. Und wie fandest du ihn? Gut. Gut? Ja. Und du, hast du ihn gesehen? Affig. Nein, ich fand ihn nicht so cool. Nicht so mein Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich wollte euch nämlich jetzt unterbrechen und sagen, die Zeit eilt, glaube ich, so ein bisschen. Und wir müssen jetzt zu den 5 besten Weihnachtsfilmen kommen. Genau. Oh ja, auch schön. Spannend. Aber unsere Facebook-Umfrage. Ja. Das machen wir danach. Das machen wir danach. Alles klar, das machen wir danach. Also seht ihr jetzt erstmal unsere Top 5 Weihnachtsfilme. Ab jetzt.
Es weihnachtet sehr. Die Küche riecht nach Plätzchen, draußen ist es kalt. Im Wohnzimmer steht der geschmückte Weihnachtsbaum und im Fernsehen läuft nur kitschiger Scheiß. Oder? Wir zeigen euch heute die Nerdstar Top 5 Weihnachtsfilme, für die man den Fernsehen an Heiligabend auch mal anmachen darf. Platz Nummer 5. Was passiert, wenn Kermit der Frosch auf Charles Dickens trifft? Der liebevolle Butler Alfred zum Humbug rufenden Geizhalswirt und Miss Piggy zur Mutter von Tiny Tim. Unser Platz 5 der besten Weihnachtsfilme ist die wunderbar selbstironische Komödie Muppets A Christmas Carol, die es trotz unterhaltsamen Humors schafft, den Flair und die Botschaft des Originals beizubehalten. Die Nummer 4. Jeder mag den Weihnachtsmann. Zumindest gingen wir davon aus, bevor wir diesen Film gesehen haben. Bad Santa kommt mit einer gehörigen Portion Humor und einem grandiosen Trio umher. Der dicke Junge, der böse Weihnachtsmann und der kleine schwarze Elf liefern den etwas anderen Weihnachtsfilm. Die 3. Wer hat sich noch nie gewünscht, seine Familie einfach mal verschwinden zu lassen? Kevin allein zu Hause versteht es nicht nur, uns auf die Nachteile davon hinzuweisen, sondern versetzt uns ebenfalls in eine schadenfreudige Weihnachtsstimmung. Viele blaue Flecken, Blessuren und Schmerzensschreie lassen in Kevins erstem Abenteuer nicht lange auf sich warten. Platz Nummer 2. Wo Tim Burton draufsteht, da stecken jede Menge berauschende Bilder und liebevoll gestaltete Charaktere drin. In seinem Stop-Motion-Puppen-Musical The Nightmare Before Christmas entwirft Hauptcharakter Jack Skellington als herzlich sympathischer Kürbiskönig das gruseligste Weihnachten der Filmgeschichte. Und der Platz Nummer 1. Yippie-yay, Schweinebacke! Wie kann es auch anders sein? John McClane sichert sich verdient den ersten Platz der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Pure Action und ein ausgezeichneter Bruce Willis machen dieses Spektakel zu einem unvergesslichen Klassiker. Schnallt euch an, entsichert die Waffen, kriecht barfuß durch Scherben, sprengt das Dach in die Luft, werft Gangster aus dem Hochhausfenster und holt euch eure Frau zurück. In diesem Sinne, eine besinnliche Weihnacht. Yippie-yay, Schweinebacke! Geil! Gut, dass du gerade bei unserer Absprache dann die Flasche ansetzen musstest. Das hat super geklappt. Wir haben uns extra nur abgesprochen, während der Einspieler lief. Und was? Steffen, egal. Mit wem hast du geredet? Yippie-yay, Schweinebacke. Ist das auch euer bester Weihnachtsfilm? Ihr solltet ja auf unserer Facebook-Seite schreiben, was eure Favoriten sind. Ja. Und der Julian kann euch sagen, was ihr geschrieben habt. Ja, wir haben hier mehrere Beteiligungen. Und zwar lesen wir zum einen Kevin allein zu Haus. Ne? Klassisch. Und der war ja auch mit drin bei uns. Genau. Das singende, klingelnde Bäumchen, weil es das schönste Märchen ist, schreibt OMG It's Heiki. Ist das ein Film? Wahrscheinlich. Ja, wir haben nach Film gefragt. Ja, ja, aber weil der geht es um Märchen. Ach so. Ja, Märchenfilm gibt es nicht. Nein? Ach so. Nein. Märchenfilm das gibt jetzt. Es nicht. Ich fliege mit meinem Helikopter. Erzähl doch mal weiter. Oh nein. Ja, wir haben natürlich noch mehrere Beiträge. Und zwar, und täglich grüßt das Murmeltier. Kennt das ja jemand? Mhm. Nee, den. Das mit dem Murmeltier nicht, sondern den Film. Das haben wir in der letzten Sendung auch erwähnt. Da gibt es einen lustigen Pornotitel von, aber ich wiederhole ihn nicht nochmal. Du musst ihn erst anmachen. Auch den Hubschrauber. Oh Mann, habt ihr alle schon wieder ausgemacht? Ja, damit du nicht spielst. Da habe ich keine Lust drauf. Messerschwere Gaben, Licht und kleine Helikopter sind für Massis nichts. Ja, gut. Und Nightmare Before Christmas. Kenn ich auch nicht. Hatten wir doch auch in unserer Kennst du nicht. Das war unser zweiter Platz. Ein schöner Film. Tim Burton. Stop Motion. Muss ich mir nochmal angucken. Ja, auf ich werd mir die Filme, ja doch, aber ich werde mir die Filme auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, das deshalb habe ich gerade gesagt, kenne ich nicht, aber muss ich noch gucken. Ja. Ne? Das ist auch und der Sinn von unseren Tipps. Ne? Der Sebastian Wiese, ne, sagt, stirb langsam. Auf unser Platz 1. Ja, grandioser Film. Gerade auch der erste zeigt, wie der gute Lukas. Ich habe vorher mich mit ihm über die Top 5 unterhalten und da meinte der noch zu mir, ich habe gesagt, ein ausgezeichneter Bruce Willis, und er hat gesagt, der beste Bruce Willis in Stirb langsam 1. Ich fand ihn auch in Das fünfte Element grandios. Ich bin sowieso Bruce Willis-Fan. Ja. Aber da ist er auch wirklich extrem stark. Und er spielt einen guten Weihnachtsmann, ne? Ja. Der barfuß mit Leuten um sich wirft aus dem Fenster. Ich lese hier gerade im Chat, der Drache 221 schreibt gerade, was ist mit Rudolf? Ja, den haben wir ganz vergessen. Rudolf, den Film? Ja, Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ist das der Animationsfilm oder gibt es da auch ein Original von? Gute Frage. Wir sind. Was guckt ihr mich jetzt so an? Du solltest uns retten, aber anscheinend lief das auch nicht. Animationsfilm, sagt die Regie. Ja, finde ich nicht gut. Findest du nicht gut? Nee.
Muss nicht sein. Ist auch vielleicht auch eher für Kinder dann auch. Ist auch eher Geschmackssache, ne? Ja. Ja. Gut. Aber so ein paar, also unsere Meinungen decken sich ja mit der Community. Das ist doch schön. Ja. Größtenteils. So. Wollen wir das Gewinnspiel auflösen? Wir lösen das Gewinnspiel aus, aber vorerst möchte ich einmal noch, dass ich die Community... Nicht, das ist jetzt Lösung runter. ...Gedanken macht, was wir denn mal gleich... Wir wollen nämlich gleich für euch singen. Schreibt doch mal in den Chat jetzt, welche Weihnachtslieder ihr von uns hören wollt. Und währenddessen... Und sofern wir in diesem Internet dann auch die Akkorde dazu finden. Ja. Währenddessen machen wir dann die Gewinnspielverlosung. Das macht Steffen, ne? Ja, ich habe die Lösung hier stehen. Ja, okay. Und jetzt lesen wir vor, was so geschrieben wurde, oder wie das? Ich zeige die Lösung und dann wird uns der gute Julian verraten, wer am nächsten dran war. Steht genau, da dann auch, genau, was für ein Körperteil du meintest? Nein, genau das ist die Länge von Marcells Ringfinger. Sieht man es in der Kamera? Ja, doch. Also 7, die 6, beiden 3, 3, hinteren 4? Zahlen waren jetzt geschätzt, ne? Geschätzt. Okay. Sicher, dass es der Ringfinger war? Ja, ich glaube schon. Okay. Und da müssen wir jetzt sagen, dass die erste Antwort, die in den Chat geschrieben wurde, auch die richtigste ist. Wahnsinn. Ne? Ziemlich genau. Ja, der Drache 221 oder 221 hat mit 7,5 nur minimal daneben gelegen. Muss ich da was wissen? Ja, wir treffen uns oft nachts und tauschen Fingerlängen aus. Das ist eines von meinen Hobbys. So, lieber Drache, Applaus, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Brüte Legend wird dir noch zugeschickt, wenn du bitte jetzt auf unsere Facebook-Seite gehst und uns eine Nachricht schreibst, dann weiß ich auch ganz genau, wer du bist und warum du das bist und dann schicke ich dir das. Idealerweise auch mit einem Beweis, dass du das bist, sonst schreiben das jetzt alle aus dem Chat. Ja, das sind nämlich alle schlimme Finger. Schlimmfinger, auch genannt. Ja. Ja, haben wir denn schon ein Weihnachtslied? Das finde ich auch richtig blöd. Wer hat sich das ausgedacht mit dem Last Sing? Christmas haben wir hier Christmas. Stehen. Leute, ernsthaft? I gave you my heart. Zweimal. Bis jetzt haben wir leider keine andere Antwort, bis auf Skrillex Summit. Das wird schwierig mit Akustikgitarre. Ja. Wir können es versuchen. Der Drache 221 fragt gerade, ob das auch über YouTube PN geht. Geht auch, ja. Das ist doch auch schön. Mhm. Mach das doch, lieber Drache. Da hat er auch den gleichen Namen. Ja. Umso besser, ne? Das ist dann auch Beweis genug. Beweis. Kannst du vielleicht dann auch irgendwie irgendwas Witziges, irgendeine geile Drachen-Anekdote noch dazu schreiben, dass ich auch was zu lachen habe? Dann schicke ich dir vielleicht noch einen Key mit. Wenn es witzig ist und ich lachen muss, kriegst du 2 Keys. Ist doch fair, oder? Ich finde mich fair generell auch. Hast du dich schon vorbereitet, Steffen? Nein, warte. Also wir singen jetzt echt Last Christmas, oder was? Kennen wir den Text? Last Christmas, I give you my heart. Ja, und dann? Und dann? It's the very first day. Ich mach das mal auf. Such du mal hier genau den Songtext. Ist ja auch Internet überall. Außerdem wollen wir uns natürlich tierisch bei euch bedanken, dass ihr natürlich wieder zugeschaut habt. Und wir gehen jetzt auch in so eine kleine Pause, weil auch bei uns Weihnachten ist und wir auch Truthahn zu vernichten haben. Truthahn die Pute gibt es ja bei uns. Feierst du auch bei uns mit? Später? Ja, ne? Du kommst auch nach. Ich komme auf die Nörster Weihnachtsfeier. Ja, was viele nämlich nicht wissen, ist, dass der Lümmel... Das braucht keiner wissen. Braucht keiner wissen. Das ist Privatsache, geheim. Ja. Wir sind zusammen. So oder so ungefähr. Genau. Wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei wart und mit uns hier die Weihnachtssendung, quasi mit der Weihnachtssendung das Jahr beendet. Ich komme da nie wieder raus, ne? Und dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, ist natürlich garantiert. Und wir nutzen die Zeit, um die Sendung ein bisschen zu bearbeiten. Das waren nicht die ersten beiden Sendungen. Natürlich ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Wir schrauben ein bisschen dran, um sie noch besser für euch zu machen, noch optimierter. Aus diesem Grund sehen wir uns wieder in, genau sind es 3 Wochen. Warte mal, also normal müsst ihr jetzt am... Gibt es den Kalender? Bestimmt, ist nicht mein Rechner, aber guck mal. Da kann man doch eigentlich draufklicken, da. Ja. Also normalerweise müsste ja die Sendung kommen am 5. Die fällt aus und deswegen sehen wir uns am 19. wieder. Gut. Am 19.01.2014 um 18 Uhr hier. Deswegen wünschen wir frohe Weihnachten auf jeden Fall. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Wir wünschen mal noch mehr um diese Uhrzeit. Ich verabschiede mich erstmal wieder. Dirk wird ja dann wieder da sein, hoffe ich. Ne? Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, eingesprungen bist. Du hast das grandios gemacht. Und man sieht dich bestimmt auch öfters jetzt nochmal bei uns in der Sendung. Würde ich mich freuen, lieber Julian. Ich freue mich auch. Und jetzt dürfen wir noch richtig schön singen. Machen wir. Protokoll, Last Christmas ist ein Scheißlied. Okay, ich hoffe, die Akkorde, die hier auf dieser Internetseite stehen, stimmen. Stimme einmal an, gucken, ob es passt. Warte mal, ist überhaupt gestimmt? Oh.
Wie Milos meint gerade, schade, dass es schon Medium. Zu Ende ist. Ja, ich meine, vielleicht brauche ich einen Capo, aber ich habe keins dabei. Okay, versuch mal. Spiel mal so 2-3 an. Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. This year, to save you from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, save me from tears, I give it to someone special. Special! Once bitten and twice shy, shy. Keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, that doesn't surprise me. Happy Christmas! Happy Christmas! I rubbed it up and sent it with a note saying. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir singen jetzt noch ein bisschen, weil wir haben nichts Besseres zu tun. Richtig. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Kommt gut ins Jahr. Lasst euch reichlich bestecken. Last Christmas, I gave you my heart. And the very next day, you gave it away. This year, save me from tears. Ich liebe andere Star Live Show. Live Show. Last Christmas gave you my heart, but the very next day you gave it. Kannst du ausschalten, Mann? Wir machen wieder weiter. Year, shave me from tears. I give it to someone special. Special.